Hallo und willkommen zurück zu Muppet Monster Adventure. Im letzten Part, der sehr kurz ausgefallen ist, haben wir den Waka Waka Wanderbären wieder zurückverwandelt. Oder sollten wir besser sagen, Fossi haben wir seine alte Gestalt wiedergegeben. Naja, jedenfalls haben wir dieses Kapitel abgeschlossen und gehen über in das nächste Areal. Der Wald, den man nicht verlässt, hört hier gefährlich an. Was? Entdeckung! Entdeckung! Kürmonster! Tja, wie es ausschaut, werden wir im nächsten Kapitel, wo meinen Onkel finden, also Robins Onkel, besser gesagt, Kermit. Der scheußliche Fluss. Der Hügel der Heimgesuchten. Na gut, okay, ich möchte nicht lange fackeln. Wir starten hier immer hübsch der Reihe nach. Auch wenn uns jetzt zwei Welten zur Auswahl stehen. Ich denke, ihr seid einverstanden damit. Also hübsch der Reihe nach vorangeht. Ich wüsste auch nicht, was es uns bringen würde, wenn wir jetzt die eine überspringen und dann später die andere machen. Alles eine Suppe. Oh, Jäger. Jäger, das ist ein Jäger. Ob es auch Hunde gibt? Was ist denn das? Oh, es macht was. Kann ich es irgendwie... Nochmal? Nö, habe gerade eben irgend so ein komisches Geräusch gegeben. Da ist es gerade wieder gewesen. Aha, alles klar. Ah, es ist schon eine Weile her, als ich hier war. Also ich wette, mit diesem verhorn ich ja noch irgendwas. Wahrscheinlich ist das sowas wie mit den Statuen. Oh, oh, Jäger. Ey, die Kugeln haben Gesichter. Oh Mann, das wird ja jetzt hier vorangehen, wie hier... Wie durch Kraut und Rüben wird es hier vorangehen. Hm, ich nehme mal an, den Piepmatz hier oben kann ich nicht kaputt machen. Also warten wir lieber mal. Und klettern dann vorbei. Ja, so ist das. Ich denke, wir werden noch oft genug von solchen Viechern verletzt. Würde ich jetzt mal so rein spekulativ sagen. Ja, wer jagt hier wen? Die Jäger mich oder ich die Jäger? Jäger und Sammler. Hm. Auf jeden Fall sollte ich hier zusehen, dass ich hier meine Orientierung behalte in diesem Level. Das ist ein typisches Level, wo ich gern mal die Orientierung verlieren kann. Komme ich denn hier hoch? Ob es später noch einen Schalter gibt, um das zu senken. Also ich muss auf jeden Fall irgendwie dort hochkommen. Macht das Feuer was? Nee, ich gehe lieber nicht rein. Jäger! Und Fallen! Eine Bärenfalle oder ein Tellereisen. Oder wie macht das? Es kommt näher! Abhauen! Abschießen! Ich glaube, da will ich besser nicht gegenwirbeln. Ah, Hunde! Was sind das für Hunde? Das sehen ja aus wie Ziegenböcke. Ah, Kugeln. Aber die scheinen alle, meine Waffe ganz nett zu finden. Also zum Besiegen. Also hier zum Kaputthauen. Hm, mich wundert, dass Pepe noch nichts wieder dazu gesagt hat. Ich glaube, das hatte ich in Part 2 doch wieder vergessen gehabt. Also, den hier, Bruchstücken vom Part 2. Ich mache ja immer zwei Parts da draus. Hm, also momentan... Oh, Muppet-Münze. Sieht es hier recht verwirrend aus. Gucken wir mal, was es hier oben gibt. Ah ja. Komme ich hier gleich hin? Ja, komme ich. Ah, dann nehmen wir doch lieber gleich alles mit. Wenn wir einmal hier sind, das schwappert sonst wieder hinten bei mir runter. Und dann suche ich die letzten Punkte. So wie im letzten Part. War das der letzte Part? 15% gerade mal. Genau, ich habe mich zuvor noch aufgefüllt gehabt. Oh, und da haben wir auch schon das Bonus B. Dass ich hier nicht mit 0 Herzen dastehe. Das wäre nämlich ungesund. Ja, und nur? Laufe ich erst da lang? Oder laufe ich erst in den Baumstamm hier rein? Ach man, immer diese Weggabelung. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Na gut. Oh, da gibt's den Checkpoint. Dann laufe ich doch lieber erstmal hier lang. Das sehe ich als besser an. Hey, guck mal, hier unten gibt's auch noch was. Oh, wie schön. Dann kann ich wieder mal das Schlammmonster nutzen. Das nutze ich doch ganz gerne. Ich frage mich manchmal, warum manche Leute mit diesen Steuerungen hier so arge Probleme haben. Ich finde die eigentlich recht präzise. Da gibt's viel schlimmere Steuerungen.
Wo du dann wirklich, wo du dich dann gar nicht mehr orientieren kannst, wann schwimmst du jetzt eigentlich nach oben und wann nach unten. Das haben die in diesem Spiel eigentlich ganz gut geregelt. Auch mit den unterschiedlichen Schwimmzügen, verschiedene Geschwindigkeit. Finde ich ganz nett. Gut geworden. Na, allgemein für damals war das Spiel eigentlich schon recht gut gewesen. Ne? Klar gibt es immer wieder bessere Spiele. Ich weiß zum Beispiel, dass... oh, es sieht nach Minispiel aus. Ich weiß zum Beispiel, dass von den Zwischensequenzen her Final Fantasy am beliebtesten mit ist. Weil das ist wirklich... Es sind nicht nur mehrere CDs, sondern auch die Qualität, die ist herausragend. Sag, was ist das denn? Soll das wirklich ein Hund sein? Sieht er aus wie ein Schwein oder eine Ziege oder sowas? Welche hochklettern? Ja, ich kann hochklettern. Ich dachte, hier gab es ein Minigame. Erstmal nach oben. Erstmal zu Penny. Nein, das ist runtergefallen. Kann ich darüber? Gleich so? Oh, hätte mich auch gewundert. Es bleibt einem aber auch nichts erspart. An der Nase vorbeiklettern. Und dort unten war auch noch so ein kleines Sternchen. Na, da bin ich doch ganz froh, dass ich gleich hier lang gegangen bin. Halt. Abgestürzt. Na toll. Denn sonst, da wäre das wieder ein Geeier geworden. Hin, her, vor, zurücklaufen. Wissen, wo war jetzt was gewesen. Nichts vergessen. Genau. Da fällt mir auch gerade ein, da ich gerade nichts vergessen sage. Und zwar in diesem Level gibt es wieder einen ganz mies versteckten Geheimgang, wenn ich mich recht entsinne. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Welt hier war. Also den Geheimgang habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Definitiv nicht. Da war zu viel versteckt. Ich meine, klar, also man kann rein theoretisch bei diesem Geheimgang auch selber drauf kommen. Aber in meinem Fall bin ich nicht selber drauf gekommen. Ich glaube, ich sollte hier hochklettern. Ich mag die Vögel nicht. Ja, und dort oben muss es auch noch irgendwas geben. Vielleicht komme ich von den anderen Baum aus dorthin. Das könnte ich eigentlich gleich mal ausprobieren. Oh, nee, hier, schaut mal, hier kann ich hochklettern. Haha. Alles klar. Wer wurde da scharf geschossen? Nö. Also diese komischen hier Totems, oder wie man die Dinger nennt. Ich glaube, das ist ein Totem. Weil Motherfall ist ja, glaube ich, mit mehreren Gesichtern oder... Oder mit, besteht aus mehreren Totems, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich im Motherfall gewesen, aber das hier das wird bestimmt schlicht und ergreifend ein Totem sein. Aua. Ich habe gar nicht richtig Zeit, mir die Viecher anzusehen. Die sind mir zu flux. Ich möchte nicht unnötig verletzt werden. Als nächstes kann ich mal ein Herz einsammeln, wenn ich sehe. Ah ja. Ah, und der Geheimgang gerade ist ganz nah. Aber dazu später. Erstmal aktivieren wir die Fledermaus. Um zu sehen, was passiert. Oh, das ist nett. Das ist in Ordnung. Dort hinten gibt's was in der Ferne. Leider ist es gerade tagsüber und ich sehe nicht ganz so viel auf meinem Laptop, weil die Sonne so ein bisschen hoch scheint. Da ist so ein düsteres Level eher ungünstig. Wo ist eine düstere Welt? Also das Ding hat Stoßzähne. Es scheint doch eher ein Schwein zu sein statt ein Hund. Das sind Stoßzähne, keine Hörner. Holla. Holla, die Waldfee. Hier drüben gab es noch was. Ne, da komme ich, glaube ich, auch nicht hin. Ach, immer diese Umlenkung. Das finde ich zum Beispiel auch nervig in diesem Spiel. Ich will eigentlich noch nach unten gucken und guck nach oben. Also, wie gesagt, ich bevorzuge eigentlich die entgegengesetzten Richtungen. Wie bei so einem Flieger, wie bei einem Flugsteuerknüppel oder sowas. Aber viele mögen es halt eben doch nicht umgekehrt. Aber ich kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Ich komme damit sehr gut zurecht. Pfeil sagt, ich soll da lang springen. Hier steht wieder so ein Totem. Hoffentlich reicht's. Ja, es reicht. Und noch einmal darüber. Nein, die andere Stelle komme ich dann. Halt, stopp! Das
denke ich, war ein bisschen zu knapp berechnet. An die andere Stelle werde ich schon nochmal rankommen, also vorbeikommen. Deswegen habe ich euch jetzt diesen Geheimgang noch nicht gezeigt. Wir sind auf jeden Fall schon dran vorbeigelaufen. Was denkt ihr denn, wie lange ich in dieser Welt nach diesen letzten paar Punkten gesucht habe? Ich habe sie partout nicht gefunden. Aber auch nicht kreativ genug, um auf diesen Geheimgang zu kommen. Da ich wahrscheinlich auch gerade wieder hier irgendwie, keine Ahnung. Da war ich wohl gerade nicht ganz so in der Stimmung gewesen, meinen Kopf zu benutzen. Oh, ich brauche sogar noch ein Herz. Der hat mich vorhin erwischt gehabt.